Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach einer kurzen Pause geht es jetzt endlich weiter mit ein paar Videos, wie ich hoffe, aber zumindest auf jeden Fall mit einem. Und zwar ist das mein Manga-Monats-Update, das ich jetzt für die Monate Juni und Juli zusammenbringen musste. Ich hatte irgendwie doch viel weniger Zeit als erwartet und deswegen gibt es das jetzt aber am Ende des Juli für beide Monate. Insgesamt sind 27 neue Manga dazugekommen und dazu sehen wir uns gleich wieder. Über die Verlage ist es eigentlich ziemlich gut verstreut. Und ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, mich ein bisschen kurz zu halten beim Inhalt. Das ist auch mutmaßlich recht einfach, denn an viele Sachen kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern, weil es eben doch schon recht lange her ist, dass ich die gelesen habe. Wir starten auf jeden Fall mit dem Hauptlabel von Carlsen. Da sind zwei Manga dazugekommen. Der erste ist der zweite Band von Hirayath, Heimweh nach Endlichkeit. Den fand ich ein ganz kleines bisschen schwächer wie den ersten Band, aber der hat mir trotzdem auch wieder sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte dann letztendlich mit drei Bänden abgeschlossen ist. Hier ist auf jeden Fall so, dass unser Trio eine Frau kennenlernt, die das ganze Gegenteil eben von unserer Protagonistin ist, denn sie hat Krebs und möchte nicht sterben. Also im Gegensatz zu unserer Protagonistin, die ja unbedingt sterben möchte, wobei sie auch schon anfängt, ja ihre Gefühle jetzt zu reflektieren für ihre Freundin und was das eigentlich wirklich ist, was sie sich wünscht, ist diese auf jeden Fall sehr, sehr versessen, vor allen Dingen in Hibino, der eben die sozusagen das Gen der Unsterblichkeit besitzt und sie möchte halt wissen, ja, ob sie das irgendwie auf sich anwenden kann und ob das dazu führen kann, dass sie eben auch nicht stirbt. Und dann am Ende gab es noch eine Wendung, was unseren Gott hier angeht. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in dem nächsten Band. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Reihe, die man sich für drei Bände sehr, sehr gut einfach mal zu Gemüte führen kann. Dann habe ich noch den dritten Band gekauft von Mord im Dekagon. Eine, finde ich, schöne fünfbändige Thriller-Serie, die jetzt mutmaßlich, wie gesagt, nicht so viel anderes macht, aber die vom Zeichenstil eigentlich sehr ansprechend ist und die man einfach gut mal so für zwischendurch lesen kann. Da geht es ja jetzt immer noch darum, die Geheimnisse der Insel, wer sind die nächsten Toten von dieser Studiengruppe, wer wird als nächstes eben, wen wird das Schicksal ereilen und was ist jetzt wirklich die Geschichte eben von diesem Mädchen, das in dem Literaturclub war und die irgendwie dann auf mysteriöse Weise anscheinend ums Leben gekommen ist. Da haben wir so erste Sachen, Anknüpfungspunkte kennengelernt, aber noch nicht alles. Und ja, ich finde auch, denke, für fünf Bände kann man sich auch die Geschichte gut geben. Ich weiß ja natürlich noch nicht, wie es ausgeht. Aber ich denke, da macht man eigentlich nicht viel falsch mit, weil ich glaube, das ist ein recht solider Thriller, der schön gezeichnet ist. Und dann der letzte Band vom Carlsen Hauptlabel ist der 14. Band von Tokyo Revengers. Nachdem ich mit dem 13. ja auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, fand ich den eigentlich ganz gut wieder, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, ob wir es zum Ende noch hinkriegen, wirklich hier alle Probleme, die der Manga jetzt eher hat als die Geschichte an sich, also beziehungsweise die Geschichte an sich hat, anstatt dessen, was in der Geschichte transportiert wird, ob wir die alle noch auflösen können. Auf jeden Fall hat jetzt Takemichi seine eigene Retro-Tokyo-Manji-Gang gegründet, um sich eben Mikey entgegenzustellen. Und Takemichi hat es auf jeden Fall geschafft, wieder einige Leute von sich zu überzeugen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Freue mich aber auch, wenn die Serie dann vorbei ist. Also hier jetzt noch drei Bände, also drei Einzelbände, ein Doppelband. Und ich weiß nicht, wie sie das mit dem letzten da machen, weil der kommt wahrscheinlich dann, denke ich, einzeln oder hat vielleicht noch ein Kurzgeschichtenband mit dabei oder sowas. Auf jeden Fall war der Band nicht schlecht, aber es gibt natürlich vielleicht einige Probleme, die die Serie jetzt so aufweist. Und wir schauen mal, wie es letztendlich eben ausgeht. Dann von Hayabusa ist nur ein Band dazugekommen und das war der 4. Band von Lullaby of the Dawn. Da ist auch so ein bisschen was passiert. In dem letzten Band haben sie ja festgestellt, dass diese Insel ja sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Insel ist aus der Vergangenheit. Und ringsherum lebt eben schon die moderne Zivilisation, nur hier auf dieser Insel wird eben noch dieses altertümliche Leben geführt. Dann gab es noch ein paar Hintergründe zu dem Gutsherrn und der Verbindung eben zu der Kirche, was es da alles noch möglicherweise Mysteriöses geben könnte. Ich habe jetzt auch gesehen, ich glaube, die Geschichte ist jetzt auch abgeschlossen, ich glaube mit Band 6 oder Band 8, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall eine schöne Länge, stabil für eine ganz gute Erzählung. Es gab jetzt auch so die ersten, sagen wir mal, romantischen Gefühle zwischen den beiden Protagonisten, also auch da dreht es jetzt ein bisschen auf,
Szenario und Thema her. Und ja, ist eine schöne Boys Love-Reihe mit Fantasy, so ein bisschen auch ja durchaus dunkel angehaucht. Ich bin auch hier gespannt, wie es weitergeht, wie man sich auch gut für zwischendurch geben kann, auch wenn man vielleicht nicht so der klassische Boys Love-Leser ist. Und dann habe ich noch einen Band im Angebot von Sea Lions und das ist der zweite Band von Omniscient Reader. Da fand ich ja den ersten ganz solide, aber noch nicht so überragend, wie man jetzt einem vielleicht verkauft hat. Ich muss aber sagen, der zweite Band hat mir schon richtig, richtig gut gefallen. Der war super, super spannend und ich fand so die Kniffe, die Doctor eben schon drauf hat, die sind hier nochmal richtig gut zur Geltung gekommen. Ziemlich geschafft, dass er sie super populär gemacht hat in diesem Spiel sozusagen, gerade bei der Spielleitung und dass er ja einige sehr, sehr für ihn sehr, sehr vorteilhafte Deals abschließen konnte. Und ja, ist halt super, super clever und aber auch ja stark und hat ein super Durchhaltevermögen. Und mir hat das sehr gut gefallen. Also ich mochte den Band richtig gerne. Der war super spannend. Man will, jetzt, finde ich, will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mir richtig gut gefallen. Von der Aufmachung bin ich immer noch eigentlich ganz zufrieden. Also die sind schon recht schwer, ne? Also selbst für die, sagen wir mal, Bandseitenanzahl, dadurch, dass die Seiten relativ dick sind, im Verhältnis zu sonstigen Webtoon-Papier, sind die Bänder auch recht heavy, aber ja, sonst bin ich mit der Aufmachung eigentlich ganz zufrieden, also keine größeren Beschädigungen oder irgendwelche Probleme. Das Einzige, wie gesagt, ich würde mir immer noch wünschen, dass der Druck noch ein bisschen schärfer wäre zum Teil. Also ich finde, da könnte man noch mehr rausholen, denke ich, aus der Vorlage. Schon in anderen Webtoons, vor allen Dingen bei Ultraverse, schon was Besseres noch gesehen, aber es stört auch nicht wirklich. Dem Leserlebnis hat es meines Erachtens nicht geschadet, deswegen ist das okay und ich freue mich. Dann sind wir bei Egmont, da ist diesmal auch ein bisschen was dazugekommen. Ich habe auch in eine neue Serie, wollte ich ja mal reinschauen. Und zwar war das diese hier, Bride of the Death God. Das ist, glaube ich, eine Shoujo, ja, so mal Dark Romance. Da geht es eben auch um ein junges Mädchen, die von einem, ja, von einem Shinigami, einem Reaper sozusagen, geholt werden soll. Und sie ist eben auch krank und ja, sie hat allerdings, er freut sich eigentlich immer, wenn ja die Leute irgendwie ja, verzweifelt sind vor ihrem Tod und weinen und sie hat überhaupt kein Problem damit zu sterben. Das findet er sehr verwirrend. Man erfährt eben auch noch ein bisschen was zu ihrer Geschichte und er fängt dann eben auch so ein bisschen an, ja, ihre Persönlichkeit und so ganz einnehmend zu finden. Ich finde das, die Beziehung der beiden, finde ich, ist sehr twisted. Das macht es zum gewissen Grad, finde ich, ganz interessant. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass man die Charaktere meines Erachtens nicht besonders mag. Also gerade sie, glaube ich, ist auch sehr, sehr manipulativ. Und insofern, wenn man das mal mag, irgendwie so eine Geschichte, bei der die Protagonistin wirklich auch eine sehr doppeldeutige Rolle hat, die eben nicht irgendwie jetzt positiv und lieb besetzt ist, kann man, denke ich, mal reinschauen. Ich hatte überlegt, ob ich mir den zweiten Band noch hole. Ich war eigentlich jetzt doch dabei, dass ich gesagt hätte, ja. Wobei, wenn ich mir das jetzt noch mal so, wenn ich jetzt noch mal so drüber nachdenke, hole ich mir den vielleicht doch nicht noch. Also ich kann nicht behaupten, dass mich die Geschichte besonders angesprochen hätte. Ja, mir fehlen so, also es gibt schon gute, also die Motive wären schon ganz, ganz okay erklärt. Aber es passiert meines Erachtens nicht wirklich was, was mich jetzt dazu bringt, in der Handlung unbedingt dranbleiben zu wollen. Und wie gesagt, ich finde die Charaktere nicht besonders sympathisch. Wenn man mal auf sowas steht, weil es durchaus mal was Neues ist, dann kann man gerne mal reinschauen. Ja, ich finde ihn okay, aber es ist jetzt, hat mich nicht besonders abgeholt. Dann sind wir bei Band Nummer 18 von Adekan. Ist auch mal wieder ein Band erschienen. Ah, da ging es auch wieder ganz schön hin und her. Da geht es jetzt so ein bisschen um diese, die haben ja diese Prinzessin kennengelernt und um die, ja, sagen wir mal, Adelsfamilie da im Hintergrund, welche Rolle die vielleicht noch so spielt. Da gab es auch mehr so kriminalfallmäßige Sachen jetzt eben wieder. Das hat der Manga ja durchaus immer mal. Aber es wurde jetzt schon wieder so ein Handlungsbogen gesponnen zu einer übergeordneten Geschichte. Und zwar, dass wohl diese Familie oder halt dieses Volk in der Außenwelt sozusagen, dass die Hasuki, also den Clan von Shiro, dass die den vernichten wollen. Und ich bin mal gespannt, worauf das dann letztendlich hier hinausläuft. Ja, ich finde, der Manga tröpfelt so ein bisschen vor sich hin. Nachdem er halt am Anfang wirklich sehr gut war, ist er jetzt noch so,
Also es ist eigentlich Fanservice, es ist ein purer Fanservice-Manga. Also wenn man auf den Zeichenstil steht und ja, die Charaktere von Anfang an irgendwie ganz cool fand, wird man irgendwie ganz gut bei Laune gehalten. Aber von der Story her an sich finde ich, ist der Manga jetzt nicht mehr so attraktiv, weil es auch super verwirrend ist. Also wer da welchen Charakter übernommen hat, wer welche Persönlichkeit hat, wer aber in welche Reinkarnation noch was gewesen ist irgendwie. Und das ist schon sehr, sehr verwirrend. Und deswegen, also nur für den Inhalt würde ich jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für den Manga mehr aussprechen. Am Anfang war der mal sehr gut, aber das ist ja meines Erachtens nicht mehr unbedingt jetzt. Dann auch seit langer Zeit nichts mehr erschienen, Bungo Stray Dogs 24, der war auch richtig gut. Also die waren, letzten habe ich ja gesagt, die Bungo Stray Dogs Bände aktuell sind alle wirklich, wirklich gut. Da ging es ja um den Kampf von Dostoevsky und Dasei. Da bin ich mal gespannt, weil man hat immer noch wirklich das Gefühl, dass die Detektive immer noch, also sie können im Prinzip nichts richtig machen. Dem passiert irgendwie nie was Gutes letztendlich. Wobei ich die Beziehung zwischen den Charakteren wirklich schön finde, eben auch, dass diese wirklich, finde, sehr lieben, nettenswerten Side-Charaktere so viel Screentime beleuchtet bekommen. Und ja, das für die Geschichte einfach insgesamt ja, sehr, sehr wertig ist. Dann ist es ja wohl so, dass diese, dass die, wie ist die nochmal, die One Order, dass die jetzt in Kraft gesetzt worden ist. Und natürlich ist jetzt, es kumuliert schon so auf den Hauptplot und ich bin sehr gespannt, wie lange der Manga eigentlich noch geht, weil ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass der nach dem Arc abgeschlossen ist. Aber da habe ich jetzt noch nichts gehört und vor allen Dingen erscheinen die Bände ja auch unglaublich langsam und es geht jetzt eher mehr so, also es geht nicht so richtig schnell voran aktuell und es geht eben mehr darum, teilweise den Charaktercast miteinander zu beleuchten und wer jetzt eben, ja, welche Intrige wie gesponnen hat, ist sehr, sehr spannend, auch ein bisschen verwirrend, muss man sagen, ist auch nicht einfach den Überblick zu behalten, gerade auch aufgrund des großen Zeitabstandes, aber es war auch wieder ein sehr, sehr guter Band und ist eine tolle Serie. Dann bei der Serie geht es Richtung Ende und zwar ist es Darwin's Game, hier Band Nummer 25. Auch der, auch eine Serie, die ein bisschen verwirrend ist. Da hat irgendwie Egmont hier jetzt mehrere am Start. Hier auch der Punkt mit den ganzen, der schwierigste Punkt sind ganzen Welten, die es verschiedenen, die es eben gibt. Und wie die sich über irgendwelche Weltenlinien verbinden und welche Welten da ineinander eingreifen. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass diese Greed jetzt besiegt werden sollen von den Sunset Ravens. Eben die Welt halt beschützt werden soll, also wie es halt so ist. Und ich bin gespannt, ich mochte das ursprüngliche Konzept der Serie ein bisschen mehr. Aber der Band war trotzdem auch sehr unterhaltsam. Auch hier, weil der Charaktercast sehr gut ist. Man kann die Serie gut lesen, sollte sich aber darauf einstellen, dass das, was man am Anfang bekommt, nicht mehr das ist, was man irgendwie nach der Hälfte noch bekommt. Ich finde die trotzdem immer noch sehr unterhaltsam. Mir gefällt die gut. Also ich fand sie am Anfang ja wirklich mal richtig, richtig gut. Aber jetzt finde ich sie noch ganz gut. Also die Bände sind alle, wie gesagt, immer noch unterhaltsam, weil man sich eben an diesen Cast gewöhnt hat und den mag. Und auch irgendwie gespannt ist, was letztendlich jetzt passiert. Und ja, wir schauen mal. Ich hätte ein bisschen mehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr Romance, in Anführungszeichen, wäre vielleicht nicht schlecht. Also gerne mal wieder ein bisschen was zwischen Shuka und Kaname. Das hat die Bände immer sehr aufgelockert. Gab es aber schon lange nicht mehr. Dann wirklich ein toller Manga, immer noch. Pack der Yokai, Band Nummer 27. Da ist, glaube ich, gerade frisch Band 31 rausgekommen. Auch wieder wirklich tolle mythische Geschichten. Ein Drache, Drachen-Yokai, der seine Schuppen irgendwie über die Welt verstreut. Und dann eben weitere Hintergründe noch zum Buch der Freunde. Und auch, ja, dass manche Yokai das eben auch halt Natsumes Großmutter auch sehr wertgeschätzt haben, Reiko, und das eigentlich diese Verbindung auch ganz gerne mochten. Das waren schöne Geschichten, also sehr magische Geschichten, um die Freundschaft auch der Jungs und sehr, sehr schön bebildert. Und ich finde, das ist ein toller Manga. Der hat eine unglaublich andere Stimmung. Der erzählt eine ganz andere Geschichte, die viel weniger düster ist als am Anfang, eben weil sich Natsumes Persönlichkeit so stark verändert hat. Und ja, das wäre, glaube ich, eine Serie, die wirklich mal eine Neuauflage verdient hätte. Ich weiß nicht, ob sie das Klientel aktuell, ob es das auf dem deutschen Markt gibt.
die die in großen Mengen kaufen würde, aber ich kann sie nur empfehlen, sie ist wirklich schön. Dann habe ich noch eine neue Serie im Angebot. Wir sind jetzt bei Tokyo Pop angekommen und da habe ich jetzt gelesen, Though I Am an Inept Villainess, der erste Band, wurde ja sehr empfohlen. Die Serie basiert ja auch auf einer Light Novel. Zwar geht es darum um einen Kaiserhof. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, der wäre irgendwie ans Chinesische angelehnt, vielleicht so ein bisschen, aber es ist mehr eine, sagen wir mal, ein bisschen Fantasiewelt. Und zwar gibt es da fünf, sagen wir mal, Heiratskandidatinnen, die mit dem Kaiser eben zusammenleben und er soll eben seine Hauptfrau wählen und die anderen sind halt dann der Reihenfolge entsprechend seine Konkubinen sozusagen. Und die Favoritin am Hof ist halt Korerin und sie ist halt super, sie ist halt super hübsch und aber auch beliebt und weil sie halt ein sehr, sehr gutes Herz hat und allgemein eben sehr hoch angesehen und auch die Favoritin des Kaisers. Genau auf der anderen Seite steht eben dann Shuk Hegetsu, die Ratte des Hofes, die halt solch ihren schlechten Charakter immer auf sich aufmerksam macht. Und die ist es dann eben, die Rerin eines Tages bei einem Ballbankett von einem Turm stößt und es dann schafft, mit ihr den Körper zu tauschen. Rerin ist dann in Shuk Hegetsus Körper gefangen und diese ist dann in Rerins Körper und hofft jetzt, dass eben die Behandlung, die sie sozusagen durchlebt hat, immer, dass sie es jetzt halt schafft, so auf die, dass sie jetzt halt die Früchte der Arbeit von Rerin genießen kann und eben mit dem Kaiser zusammenkommen kann. Und sie stellt aber dann fest, dass Rerins Körper aber einen großen Nachteil hat. Und zwar war sie schon immer sehr, sehr, sehr krank, sehr anfällig für alles Mögliche und ist halt super schwach. Und im Gegensatz dazu geht es hier halt jetzt im Körper von Shuk Hegetsu ganz anders, denn die ist jetzt gesund und kräftig und sie kann endlich mal das machen, was sie möchte und ist nicht mehr so an die Zwänge des Hofes, die sie eben so als Favoritin hatte, auch gebunden, sondern kann endlich so eine Art freies Leben führen und fühlt sich da eigentlich viel wohler als in ihrem Leben als eigentliche Favoritin, wenn sie nicht kurz davor wäre, hingerichtet zu werden, weil sie angeblich ihr Gegenüber ermorden wollte. Also insofern, der erste Band hat mir richtig gut gefallen. Ich fand den super unterhaltsam. Ich finde, es braucht ein kleines bisschen, bis man reinkommt. Also vielleicht bis zu nach dieser Geschichte eben, überlebt sie jetzt ihre Strafe oder nicht. Aber danach, finde ich, ist der wirklich erfrischend, weil der Charakter unserer Hauptprotagonistin sehr, sehr erfrischend ist. Sie ist eben nicht so eine, sagen wir mal, so ein naives Liebesmädchen, sondern sie ist schon auch sehr, sehr aufgeweckt, sehr, sehr tatkräftig und auch hat, finde ich, auch einen großen Sinn für Selbstironie und ich finde, es hat sie super sympathisch gemacht und ich finde den Charaktercast insgesamt recht ansprechend, weil die Personen alle doch ein bisschen unterschiedlich sind von dem, wie man sie so in typischen jetzt Shoujo-Manga lesen würde. Wobei man hier auch sagen muss, dass es kein Shoujo-Manga ist. Deswegen ist das ja auch einer der großen Punkte, warum eben der Titel ein bisschen mehr Spice, ein bisschen interessanter ist, als das viele Genrevertreter so sind. Der Kaiser zum Beispiel ist eigentlich kein schlechter Mensch. Er hat halt großes Interesse an Rerin, die er eben beschützen möchte, weil er sie schon ewig kennt. Und er ist eigentlich eine gute Person, ist aber auf der anderen Seite sehr, sehr streng gegenüber anderen eben, die diese Gunst mutmaßlich missbrauchen und die Rerin halt schlecht behandeln. Ich finde, da gibt es super viel interessante, auch psychologische Anknüpfungspunkte und unsere Protagonistin agiert eben extrem, extrem geschickt und mir hat der richtig gut gefallen. Ich fand den super witzig, super unterhaltsam und freue mich hier sehr auf die nächsten Bände. Dann haben wir auch eine sehr interessante Serie und zwar Nenn es nicht Mystery, der zweite Band. Der hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich wirklich dazu sagen. Ich hatte den Eindruck, vom Text her ist es immer noch viel, vielleicht aber ein kleines bisschen weniger als in Band 1. Ich finde, hier hat man sogar ab und an mal Stellen gesehen, wo eben der Zeichenstil sehr, sehr schön zur Kenntnis oder zur Geltung gekommen ist, weil die Autorin kann auch sehr, sehr schön zeichnen. Man hat das nur immer, weil der Manga halt sehr, sehr textlastig ist, nicht so richtig gemerkt. Aber ich fand, der hat da auch visuell wirklich schöne Momente. Und ich bin immer noch sehr gespannt, was eben unser Protagonist so für eine Kindheit hatte, was eben seinen Charakter so gebildet hat. Und dann haben wir halt jetzt den ersten Fall mit der Busentführung
gelöst und darauf aufbauend aber gleich den nächsten bekommen. Und ja, also mir hat der Band wirklich gut gefallen. Ich fand den sehr spannend. Ich wollte den auch nicht aus der Hand legen, obwohl der mich eben auch wieder relativ lange gekostet hat zum Lesen. Aber den fand ich richtig gut. Also der hat mir auch wirklich gut gefallen. Dann haben wir auch noch einen ganz süßen Manga, und zwar ist es Windbreaker, Band Nummer 7. Das ist jetzt der 8. schon raus, bin ein bisschen im Hintertreffen. Da ging es ja eben auch darum, dass dieser Arc mit Kehl eben aufgelöst wurde. Und Sakura hat jetzt erstmal eben kennengelernt, wie das so ist, wenn man sich auf andere verlassen muss, was ja ein Gefühl ist, was er persönlich überhaupt nicht mag und deswegen auch dazu geführt hat, dass er sich selbst eben reflektiert hat. Und eigentlich finde ich, ist das ein schöner Manga, wenn man so auf diese Freundschafts- und wir halten zusammen und ja, erschaffen zusammen was Neues Manga steht. Also so echt typische Shonen. Da macht er ganz viel richtig. Also es ist, finde ich, ein durchschnittlicher Genrevertreter, aber einer, der emotional ein bisschen weiter, also der einen emotional ein bisschen mehr anregt und der halt wirklich auch durch sehr liebenswerte Charaktere und ein schönes, ja, Gemeinschaftsgefühl punktet. Ich finde den eigentlich cool, ich würde den gerne weiterlesen. Ich bin hier am Überlegen und da werde ich eventuell auch mal ein eigenes Video dazu machen, ob ich hier auf die E-Book-Version switche, weil mich interessiert der Manga, ich möchte den eigentlich ganz gerne weiterlesen, aber da habe ich mir wirklich irgendwie, es gibt so einige Titel, da stelle ich mir jetzt gerade mal die Frage, das erste Mal überhaupt eigentlich, muss ich die physisch haben? Und da bin ich fast geneigt zu sagen, nein, es ist jetzt halt so, dass ich den schon bis Band 7 jetzt hier in der Fassung da habe. Also eventuell, ich hätte dann eigentlich lieber eine Fassung so komplett, also eine Fassung komplett physisch oder eine Fassung komplett E-Book und nicht 7 Bände physisch und dann irgendwie 15 Bände E-Book. Aber dann bin ich noch am Überlegen, weil das natürlich alles eine Platzfrage ist. Also für Leute, die halt super viel Platz haben, bei mir ist es nicht mal der Preis. Preis, finde ich, macht meistens ja wenig Unterschied. Wenn man die Serie nicht komplett abbricht, ob das jetzt E-Book ist oder physisch, ist, finde ich, ist fast das Gleiche. Aber mir ist halt die Platzfrage ganz, ganz extrem. Und deswegen, das ist eine Serie, die ich nicht abbrechen möchte eigentlich, die mir gut gefällt, die ich gerne weiter verfolgen möchte. Aber ich muss sie meines Erachtens nicht physisch im Regal stehen haben. Und da würde ich gerne noch mal in einem extra Video drüber reden, weil da gibt es einige Serien, bei denen es mir so geht, wo auch der Zeichenstil jetzt nicht der gut ist, aber nicht so herausragend, dass ich sage, oh, der ist so schön, dass ich mir den jeden Tag irgendwie im Buch angucken muss. Und dann sind wir beim letzten Manga von Tokyo Pop. Da geht es jetzt ein bisschen schneller. Den habe ich nämlich noch nicht gelesen. Da fehlt mir jetzt einiges dazwischen. Und zwar ist das Bakemonogatari. Da muss man mal gucken, wo man reinblättern kann. Weil da fehlen mir Bände auf jeden Fall dazwischen. Und ja, die Serie ist ja dann noch in 2 weiteren Bänden abgeschlossen. Also auch recht bald. Ich bin sehr gespannt, aber da habe ich wirklich ein bisschen den Faden verloren. Ungeplant eigentlich, aber